Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ihr seht es, heute ist ein weiteres Balkonkraftwerk mit Speicher dran. Ich habe ja schon viel getestet und das ideale System habe ich so richtig noch nicht gefunden, zumindest nicht für das, was ich so möchte und vielleicht auch nicht für das, was ihr möchtet. Und heute ist es EcoFlow dran, die EcoFlow Powerstream mit Delta 2 Max Akku, 2 Kilowattstunden. Und ob das ideale System ist und was das überhaupt alles kann und was es vor allem besser kann als die anderen Anlagen, die ich schon getestet habe, ja, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Wird also auch mega spannend, auch für mich. Ich bin echt gespannt, was das alles kann. Deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Wie auch die anderen Systeme wurde mir dieses System natürlich freundlicherweise von EcoFlow zur Verfügung gestellt für diesen Test. Wir bauen das heute natürlich auf, aber ich bin nicht bei mir zu Hause, sondern ich bin bei meinem Freund Patrick, denn bei mir läuft ja schon eine andere Anlage auf dem Dach. Und hier packen wir das Ganze jetzt mal aus und nehmen das heute in Betrieb. Schauen wir mal, was das alles kann. Und ja, gucken wir erstmal, was alles in diesen Kisten drin ist, würde ich sagen. So, als erstes haben wir natürlich hier die riesen Panels. Das sind zwei 400 Watt Panels von EcoFlow. Dann müssen wir den Karton erstmal aufmachen. So, hier müsste Kabel drin sein. Mal gucken. Ah ja, und der Powerstream natürlich. Genau, das ist das Verbindungskabel für den Akku. Oh, sie haben sogar zwei Smart Plugs mitgeliefert. Das ist ja cool. Ja, darauf gehe ich gleich noch ein, wozu die gut sind und was das für ein Vorteil ist gegenüber den anderen Systemen. Dann, was haben wir hier noch? Das ist wirklich super verpackt. Ah, eine Fensterdurchführung für MC4-Stecker. Ja, das ist doch mal genial, dass das dabei ist. Super. Und dann haben wir noch den Powerstream selbst wahrscheinlich. Ja, das dürfte der sein, genau. Der Powerstream von EcoFlow, das ist der Mikrowechselrichter und integrierter Hub für die Anschlüsse der Panels und des Akkus. Die Verpackung ist wirklich gut, aber muss auch erstmal rauskriegen. So, Netzstecker für die Schuko-Steckdose. Und das ist der Powerstream. Es kommt mir so ein bisschen vor wie Apple. Also die Verpackung ist wirklich sehr hochwertig. Ah ja, Kabel, Schrauben und so eine Abdeckung. Ah ja, okay, und das hier ist der Powerstream. Boah, das ist echt ein massives Teil. Und was mir sehr positiv auffällt, null Plastik, also außer das hier, diese Folie. Ansonsten so gut wie kein Plastik in diesen Verpackungen. Und das ist schon mal ziemlich gut. Wir wollen ja irgendwie auch nachhaltig sein. Und vom Design her sieht das ja wirklich mega gut aus, ne? Und das sind hier die Anschlüsse. Das ist die Antenne. Ja, alles klar. Ausgepackt haben wir. Es scheint alles dabei zu sein. Ich hoffe, hier sind auch Kabel dabei für die Panels. Jetzt mal gucken. Wobei, die Kabel für die Panels habe ich nicht gesehen. Stimmt. Aber das Gute ist, ich habe vorgesorgt, ich habe natürlich von zu Hause welche mitgebracht. So, dann haben wir jetzt gesehen, was alles drin ist. Jetzt würde ich sagen, geht es daran, die Panels aufzubauen. Und da habe ich zwei Ständer von zu Hause mitgebracht. Und wir stellen die da in die Ecke. Ist zwar momentan ein bisschen im Schatten, aber ab Mittag haben wir hier Sonne. Und dann, jetzt kommt ja gerade die warme Jahreszeit. Wir haben jetzt gerade Anfang März. Und dann sind ab Mittag die Panels in der vollen Sonne und können den Akku bis abends super vollladen. Ja, so sehen die EcoFlow Solarpanels aus. Davon haben wir zwei Stück bekommen. Die haben je 400 Watt, macht zusammen also 800. Und die Panels selber haben eine Garantie von mindestens 10 Jahren. Bevor wir hier mit dem Balkonkraftwerk weitermachen, kleiner Tipp, Photovoltaik und Elektroauto, das ist natürlich eine Traumkombination. Und wenn ihr gerade auf der Suche nach einem neuen E-Auto seid, dann schaut doch mal bei GoLeasy vorbei. Denn GoLeasy durchsucht für euch die großen Online-Leasing-Plattformen nach dem besten Angebot und fasst die Ergebnisse alle übersichtlich zusammen. Dadurch spart ihr nicht nur viel Zeit, weil ihr eben nicht selber auf leasingmarkt.de oder mobile.de die Angebote raussuchen müsst, sondern ihr spart auch Geld, weil bei GoLeasy natürlich die Anbieter direkt miteinander verglichen werden. Und dann könnt ihr euch das beste Angebot sofort raussuchen.
Also gebt einfach die gewünschten Kriterien in die Suchmaske von GoLeasy ein und lasst euch die passenden Angebote auflisten. Kleiner Tipp noch, achtet dabei unbedingt auf den Leasing-Faktor, denn je niedriger der ist, desto besser das Angebot. Der Link zu GoLeasy, der ist wie immer unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's weiter. So, das Kernstück des Ganzen ist natürlich der Akku hier und das ist eigentlich eine handelsübliche EcoFlow Delta 2 Max. Das heißt, die hat 2 Kilowattstunden und ist die ganz normale Powerstation, die ihr vielleicht schon zu Hause habt. Und hier kommen wir jetzt natürlich sofort zu den Vorteilen von diesem Balkonkraftwerk, weil dieses Balkonkraftwerk ist ja eigentlich modular. Das bedeutet, ihr könnt entweder das gesamte Set kaufen, so wie das jetzt hier geliefert wurde, mit den 2 Panels, mit der Powerstation. Und hier sind auch noch Smart Plugs dabei. Und was die machen können, das erzähle ich gleich noch. Und dann habt ihr im Prinzip nicht nur ein Balkonkraftwerk mit Speicher. Nein, ihr habt ja auch eine tragbare Powerstation. Und das bedeutet, die ist natürlich notstromfähig, denn die hat hier hinten, wie immer bei EcoFlow, 4 Schuko-Ausgänge. Und hier könnt ihr natürlich bei Bedarf, wenn bei euch der Strom ausgefallen ist, hier auch was rausziehen und müsst nicht darauf warten, dass das Netz wieder am Start ist. Das heißt, Notstromversorgung plus Balkonkraftwerk plus transportable Powerstation. Und das macht das System im Vergleich zu den anderen beiden, die ich schon getestet habe, doch relativ einzigartig. Und EcoFlow waren ja die ersten, die so ein Speichersystem für Balkonkraftwerke auf den Markt gebracht haben. Das war ja ungefähr letztes Jahr im Sommer. Und eigentlich ist das Ganze wirklich ziemlich gut durchdacht. Du hast halt hier diesen Hub, der gleichzeitig der Wechselrichter ist, der auch noch relativ schick aussieht. Den kann man vom Platz her ziemlich genau hier auf der Powerstation platzieren oder man hängt ihn an die Wand. Und dann wird das Ganze noch verkabelt. Das machen wir gleich mit den Panels, die stehen da nämlich schon. Das Ganze dann in die Schuko-Steckdose und das Ganze natürlich über die App steuerbar. Und der Clou des Ganzen, was eben zum Beispiel andere Systeme vermissen lassen, sind die sogenannten Smart Plugs, die EcoFlow hier bei diesem System sogar mitgeliefert hat, nämlich 2 Stück. Könnt auch noch mehr kaufen, kosten glaube ich so 32 bis 33 Euro. Und damit könnt ihr Verbraucher direkt mit der Station oder mit diesem Powerstream kommunizieren lassen über die App. Und das bedeutet, wenn ein Verbraucher sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Strom, wird an den Powerstream kommuniziert, ich brauche jetzt, keine Ahnung, 150 Watt. Und der speist jetzt vom Akku die 150 Watt ins Haus oder gerade gibt die 150 Watt von den Solarpanels frei und der Rest fließt weiter in den Akku. Und das ist im Prinzip das System, was am idealsten ist, damit ihr von eurem Balkonkraftwerk nichts verschenkt. Das heißt, ihr habt ja 600 Watt, was ihr hier einspeisen könnt. Tagsüber ist es oft so, dass ihr die gar nicht braucht und dementsprechend könnt ihr sie natürlich in den Akku speichern oder über diese Smart Plugs, wenn ein Gerät gerade ein bisschen Saft anfordert, wird es hier halt ins Haus eingespeist und zwar aufs Watt genau. Und das ist wirklich die ideale Lösung und ich bin gespannt, ob das wirklich alles so funktioniert. So, die Panels stehen. Wir haben eine Bodenmontage gewählt, weil bei Patrick im Garten ist halt sonst wenig Platz. Auch der Schuppen, wo der Akku rein soll, der ist sehr ungünstig gelegen, weil im Norden und hier, wo die Panels jetzt stehen, da ist ab mittags dann immer volle Sonne und hier ist auch sonst nichts im Weg. Das heißt, bis abends voll Power. Und der Akku selber, der kommt dann aber hier in den Schuppen. Da haben wir auch eine Netzversorgung. Das heißt, da passt das alles. Und jetzt wollen wir es mal verkabeln. Und dazu haben wir hier den Powerstream Hub. Der hat also 3 Eingänge bzw. Ausgänge und eine WLAN-Antenne. Okay, das hier sieht aus wie das Schuko-Kabel. Das heißt, es kommt hier an den Powerstream ran und dann in die 220 Volt Steckdose, beziehungsweise ist ja eigentlich 230 Volt. Aber irgendwie sagen wir immer 220 Volt. Ich weiß auch nicht wieso. Genau, das ist hier der Ausgang. Einmal anstecken. Zack, das macht Klick. AC out steht hier auch. Und dann kann das hier in die Steckdose später. Das passt. Was haben wir da noch? Dann haben wir hier das Akkukabel. Das kommt dann also in die Powerstation. Das müssen wir hier reinstecken. Und dann kommt es hier an den Batterieausgang. Das ist der hier. Kann man auch nichts falsch machen, ist alles super beschriftet. Die passen auch nur da. Und last but not least haben wir hier das Kabel für die Panel. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kurz, aber ich habe natürlich Verlängerung dabei. Das kommt dann an den Solareingang. Das ist hier. Zack, fertig. Das heißt, die Verkabelung vom Powerstream ist jetzt schon erledigt.
Und jetzt müssen wir noch die Panel anschließen. Und hier ist noch ein Netzkabel für die Powerstation. Und dann kommt das Ganze in die Steckdose. Und dann geht es an die Einrichtung in der App. Die Delta 2 Max steht hier im Schuppen, ist verkabelt. Und wir haben auch schon Solarertrag. Momentan ist es nicht ganz so viel, irgendwie 37 Watt. Und jetzt wird es mal Zeit, das Ganze über die App einzurichten. Verbunden habe ich schon den Powerstream. Und jetzt wollen wir noch die Delta 2 Max verbinden. Da hat er es auch schon gefunden. Dann sage ich mal hinzufügen. So, jetzt ist die Delta 2 Max auch schon in der App drin. Und dann gucken wir uns aber jetzt mal den Powerstream an. Dazu gehen wir mal auf den Raum. Wir haben das hier Schuppen genannt. Also unser Raum heißt hier Schuppen, weil da steht nämlich der Akku drin. Und da sehen wir jetzt, was die Panels erzeugen. Das ist nämlich die 40 Watt und es geht alles in den Akku. Das haben wir jetzt mal so eingestellt. Denn ihr könnt natürlich auch hier in der App einstellen, wie viel in euer Haus gehen soll, indem ihr zum Beispiel sagt Hauspriorität oder wie nennt sich das hier? Stromprioriorität, Stromversorgung priorisieren so oder Stromspeicher priorisieren. Das haben wir momentan so eingestellt. Das heißt, alles soll möglichst in den Akku gehen. Ihr könnt natürlich auch sagen, aber ich möchte ein bisschen Haushaltsstrom haben. Da könnt ihr zwischen 0 und 600 Watt alles einstellen. Das haben wir jetzt auch mal auf 0 gestellt. Und dann am Ende kommen natürlich die Smart Plugs ins Spiel. Das sind ja diese hier. Die könnt ihr natürlich zu Hause installieren und dann, je nachdem, was eure Geräte, die ihr habt, gerade für eine Stromanforderung haben, kann das System, also der Akku, das in euer Haus einspeisen und zwar voll dynamisch. Und das ist dann wirklich cool, weil damit verschenkt ihr natürlich nichts, was euer Balkonkraftwerk so liefert. Denn wenn ihr theoretisch die 600 Watt hier in euer Haus einspeist, so viel Verbrauch habt ihr ja möglicherweise gar nicht. Das heißt, die Grundlast wird ja wahrscheinlich öfter mal niedriger sein. Damit könnt ihr das wirklich so steuern, dass ihr so gut wie nichts verschenkt. Und wenn ihr euch das mal überlegt, dass ihr so pro Jahr vielleicht mit diesem System so ungefähr 1000 Kilowattstunden erzeugt, vielleicht ein bisschen weniger, aber dann habt ihr eine Ersparnis von 300, 400 Euro pro Jahr mit diesem System, wenn ihr das nämlich alles selber nutzen könnt. Und damit amortisiert sich so ein System natürlich sehr, sehr schnell. Und der Clou ist, ihr habt ja jetzt hier diesen 2 Kilowattstunden Akku und vielleicht ist es ja für euch dann doch ein bisschen wenig, weil ihr abends ein bisschen mehr Verbrauch habt und der Akku ist dann auch mittags vielleicht schon voll. Gut, hier bei Patrick wird es nicht so sein, weil ab mittags die Sonne hier erst rauskommt. Das heißt, sein Akku ist optimal abends erst voll, zumindest dann im Sommer, wenn die Sonne wirklich scheint. Aber wenn ihr wirklich volle Sonne habt, dann könnt ihr hier nämlich noch einen zweiten Akku dazu stecken. Das heißt, ihr habt hier natürlich eure Powerstation. Die Delta 2 Max mit 2 Kilowattstunden, die hat hier aber noch einen Anschluss für einen zweiten Akku. Das heißt, die könnt ihr da einfach verbinden. Dann habt ihr noch ein Delta 2 Akku-Pack dazu, nochmal 2 Kilowattstunden. Das heißt, das Gesamtsystem kann dann 4 Kilowattstunden haben. Das ist ja richtig cool. Und Stichwort, wie schnell wird das Ganze voll? Ja, ihr könnt es theoretisch noch weiter beschleunigen, denn jetzt haben wir natürlich nur 2 Panels an diesem Powerstream. Aber die Delta 2 Max hat hinten ja nochmal Anschlüsse für 2 Solarpanels und zwar bis zu 1000 Watt. Das heißt, ihr könnt hinten auch nochmal 2 Solarpanels anschließen und die Powerstation direkt damit laden. Das ist natürlich so, dass das nur fürs Laden der Powerstation ist und dann nichts davon ins Haus geht. Aber der Akkuinhalt geht natürlich ins Haus. Und das ist ein System, da muss ich sagen, also je mehr ich drüber nachdenke, desto cooler finde ich das, weil viel flexibler kann ich mir das echt nicht vorstellen. Ihr könnt das System erweitern, ihr könnt Smart Plugs anschließen, ihr könnt das einfach mitnehmen für unterwegs oder zum Camping oder sonst wohin, wenn ihr gerade Strom braucht. Und ihr habt eine Notstromversorgung, wenn bei euch der Strom mal ausfällt, durch die 4 Schuko-Anschlüsse hinten. Also es klingt doch irgendwie so, als sei das System hier wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Also ganz ehrlich, ich habe das jetzt ja gerade erst angeschlossen, aber diese Leistungsdaten, die überzeugen mich schon ziemlich. Wir beobachten das natürlich jetzt eine Weile. Das heißt, hier läuft es jetzt bei Patrick und wir machen dann so eine Langzeit-Testerfahrung sozusagen. Wie ist das ganze System zu integrieren in den Workflow? Wie sind die Smart Plugs zu integrieren? Funktioniert das wirklich so, wie wir uns das vorstellen? Das schauen wir uns jetzt ein paar Wochen lang an. Und dann mache ich natürlich ein Folgevideo, wo ich euch erkläre und zeige, wie sich das System geschlagen hat, gerade auch im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern. Das wird ziemlich spannend und ich bin selber sehr, sehr neugierig, wie das System am Ende abschneidet. Bis jetzt klingt das alles mega vielversprechend. Ja, und das ist übrigens Patrick. Ich habe jetzt ganz viel von ihm geredet und so sieht er aus. Bei ihm haben wir zu Hause jetzt diese Anlage installiert. Ganz ehrlich, Patrick, ist ja dein erstes Balkonkraftwerk mit Speicher. Was sagst du jetzt bis jetzt dazu?
Ich bin sehr gespannt. Also klingt total interessant, vor allem die Vielseitigkeit. Wir probieren das jetzt mal ein bisschen aus. Ich bin etwas erschlagen, was die App alles an Auswahlmöglichkeiten gibt. Das stimmt. Die App hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, sehr viele Menüpunkte, sage ich mal. Und wie lange haben wir jetzt gebraucht? 1,5 Stunden? Für alles? Ungefähr. Ja, also es ging wirklich rucki-zucki. Das Schlimmste war einfach, die Panel auszupacken und dann auf die Ständer zu schrauben. Das hat eigentlich am längsten gedauert. Und der Rest war wirklich Plug and Play, also für Doofe wie uns ideal, tatsächlich. Und ja, also wir sind beide gespannt und das Ganze läuft jetzt bei dir ein paar Wochen erstmal. Gucken uns das mal gemeinsam an. Du erstattest mir Bericht, du wirst dann auch die Smart Plugs installieren. Mhm. Und dann machen wir natürlich, wie gesagt, ein zweites Video. Schauen uns das an. Aber ich bin ganz guter Hoffnung. Also bis jetzt sieht es ziemlich cool aus. Und es könnte sich als das System erweisen, nachdem zumindest ich jetzt immer schon gesucht habe. Aber warten wir es mal ab. So, und das, was ich natürlich jetzt möchte und viele von euch auch, ist, dass man diverse Szenarien quasi voreinstellen kann. Das heißt, wann soll der Akku wie viel Strom ins Hausnetz einspeisen? Also zum Beispiel abends ab 18 Uhr, da vielleicht 300 Watt, aber um 19 Uhr, wenn irgendwie das Essen schon gekocht ist, dann soll es wieder runtergehen auf 150 Watt. Und das kann man hier mit der neuen EcoFlow App jetzt auch endlich programmieren. Dafür gibt es nämlich jetzt hier diese sogenannten Automatisierungen. Weil im Normalfall wäre es nämlich so, ihr würdet hier beim Haus, wenn ihr hier auf dieses Schraubensymbol klickt, würdet ihr jetzt einen Haushaltsstrombedarf definieren. Den haben wir jetzt hier mit 100 Watt angegeben. Und das bedeutet, sobald die Einspeisung startet, wird 100 Watt ins Haus abgegeben. Und zwar permanent, ja im Prinzip so lange, bis der Akku leer ist oder eure Einspeisegrenze erreicht ist. Die man übrigens hier auch einstellen kann, Lade-Entladegrenze. Die habe ich mal auf 10% gestellt, Ladegrenze 100%. Ja, aber das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen eigentlich dynamische Ausgaben, wenn wir jetzt keinen Smart Plug haben. Okay, kann man hier machen. Wir gehen im Prinzip nur auf die Automatisierung. Und da habe ich schon mal eine eingestellt. Das bedeutet, um 18 Uhr sollen 200 Watt eingespeist werden. Da könnt ihr hier Bedingungen definieren. Das heißt, ihr habt zum Beispiel täglich 18 Uhr eine Bedingung oder ihr könnt noch weitere Bedingungen hinzufügen. Dann soll ein Stromversorgungsmodus aktiviert werden. Dort könnt ihr auch einstellen, wie hoch der Haushaltsstrombedarf dann sein soll. Leistung 100 Watt oder 200 Watt. Stelle ich mal wieder auf 200 Watt. Das speichert ihr. Speichern. Und schon ist es drin. Und ihr könnt dann auch natürlich weitere Automatisierungen anlegen. Das machen wir mal gemeinsam. Drücken wir auf Plus, neue Automatisierung. Sagen wir, wenn eine Bedingung erfüllt ist, klicken wir auf Bedingung, also sagen wir die Zeit zum Beispiel, sagen wir meinetwegen ab 20 Uhr, so, jeden Tag speichern, dann soll irgendwas passieren, Aktion hinzufügen beim Powerstream. Der Haushaltsstrombedarf, also Stromversorgungsmodus, Stromversorgung priorisieren und der Haushaltsstrombedarf ist dann, ab 20 Uhr läuft der Fernseher, vielleicht ist er dann höher, dann sage ich mal 300 Watt. Weil ich das vorher weiß, ich kenne meine Grundlast oder 290, ist auch egal. Speichern, kann auch noch testen, ob das funktioniert, erfolgreich und dann erstelle ich das. Und dann kann ich das noch benennen. Okay, jetzt habe ich das so gelassen, wie der Name vorgeschlagen wurde. Und schon ist die nächste Automatisierung drin. Die kann ich auch einfach ein- und ausschalten. Und so meinen gesamten Tag im Prinzip durchplanen. Das ist dann besonders günstig, wenn ihr eure Grundlast genau kennt, auch nach Uhrzeit und eben kein Smart Plug habt. Wenn man einen Smart Plug hat, ja, dann kann der mehr oder weniger die meiste Arbeit übernehmen, weil dann die ganze Einspeisung natürlich dynamisch geregelt wird. Und wenn euch bis jetzt das System schon überzeugt hat, dann guckt doch mal unten in der Videobeschreibung. Da habe ich den Link für euch zu EcoFlow. Dort findet ihr natürlich dieses System bei Kornkraftwerk mit Delta 2 Max. Aber ihr findet natürlich auch andere Systeme nur bei Kornkraftwerke ohne Speicher oder nur diese Powerstations, je nachdem, was ihr gerade habt. Und falls ihr sowieso schon so eine Powerstation habt, dann ist das ja im Prinzip die ideale Ergänzung, hier den Powerstream dazu zu kaufen, weil dann ist auch gerade die Investition natürlich viel geringer. Ja, und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt hier bis jetzt von diesem System haltet, ob ihr das auch für cool haltet, ob ihr es vielleicht sogar schon habt, welche Erfahrung ihr selber damit gemacht habt. Das würde mich mal interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und lasst mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Also unbedingt anschalten, denn der Langzeittest kommt bestimmt. Also würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.